Das Vorgehen Schweizer Banken hat immer die deutsche Souveränität verletzt, indem deutsche Steuerzahler eingeladen wurden, den Fiskus auf Deutsch gesagt zu betrügen. Nach dem Motto, also die Steuersätze in anderen Ländern sind ja so hoch, dass das quasi eine Notwehr für die Vermögenden oder für die hohen Einkommensbezieher ist und damit von daher auch legitim ist, nicht legal, aber legitim ist, das Geld in die Schweiz zu verbringen. Das ist Ausdruck einer Haltung, die in der Schweiz durchaus lange verbreitet gewesen ist, nach dem Motto, wir betreiben sehr bewusst und vorsätzlich eine Politik, die in anderen Ländern dazu führt, dass man Steuerhinterziehung dann begeht. Das ist ein Geschäftsmodell gewesen der Schweiz. Und das beim Namen zu nennen, ist schon sehr undiplomatisch und löste bei der Schweiz, bei vielen Schweizern lange Zeit auch entsprechende Abwehrbewegungen aus. Aber je mehr man darüber erfährt, auch bis in die jüngste Zeit, ist dieser Satz richtig. Die Schweiz hat vorsätzlich Modelle angeboten, ihre Banken, die dazu einladen, die Bürger anderer Länder zum Steuerbetrug zu veranlassen. Die Kriminalität ihrer eigenen Banken spielt keine Rolle, aber das Vorgehen, in diesem Fall der deutschen Steuerfahndung, ist für sie eben der kriminelle Akt. Statt zu sagen, der kriminelle Akt lag vorher bei den Banken, die vorsätzlich zum Steuerbetrug eingeladen haben. Ich hatte den Eindruck, dass für viele Schweizer der Zusammenhang von Ursache und Wirkung nicht ganz richtig begriffen worden ist. Sie glaubten, durch meine zugegebenermaßen provozierende Bemerkung würde ich ihre Souveränität berühren. Nein, umgekehrt. Das Vorgehen Schweizer Banken hat immer die deutsche Souveränität verletzt, indem deutsche Steuerzahler eingeladen wurden, den Fiskus auf Deutsch gesagt zu betrügen. Das betrifft die Souveränität der Bundesrepublik Deutschland. Was Schweiz, die Schweiz mit ihren Steuerbürgern macht, ist mir völlig egal. Aber was Schweizer Banken mit deutschen Steuerbürgern macht, kann mir nicht egal gewesen sein und ist es bis heute auch nicht. Es sind immer neue Abgründe, die sich da auftun. Deshalb stelle ich auch mir gelegentlich die Frage, ob dieses Verhalten von Banken eigentlich zugeordnet werden kann einzelnen Bankmanagern und ihrer Ignoranz, ihrer geringen Verantwortungsbereitschaft oder ob es nicht etwas Systemimmanentes in diesem Bankensystem ist. Einfach so kurzfristig auf Rendite, auf Börsenkurse zu fixiert zu sein, dass teilweise eben auch illegale Geschäfte oder jedenfalls nach einem normalen Kodex nicht zu rechtfertigende Geschäfte gemacht werden, in dieser Jagd nach Rendite, nach kurzfristigen Maximierungen oder Erhöhung von Börsenkursen. Ich will keine Denunziationswelle. Und ich will auch nicht in irgendeiner plötzlich von der Zivilgesellschaft betriebenen Überwachungsorgie landen. Ich weiß auch nicht, ob es da nicht vielleicht Leute auftreten, wo ich sage, mit denen will ich eigentlich gar nichts zu tun haben. Also da bin ich erstmal zurückhaltend.